Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute zeige ich euch den vierten Teil meiner kleinen Serie Bildoptimierungen. Die Alexandra hat mir hier ein Bild mitgebracht, das sie mit der G15 fotografiert hat, also einer kleinen Kompaktkamera. Ich stehe hier oben auf der Spitze und fotografiere mit meiner DSLR. Naja, das Bild gefällt mir ziemlich gut. Da gibt es aber noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten und zu optimieren. Das möchte ich euch heute mal zeigen, wie man aus diesem Schnappschuss hier ein richtig schönes Bild machen kann. Ich bin jetzt hier im RAW-Konverter und im RAW-Konverter mache ich als erstes immer gerne mal den Klarheitsregler nach rechts, damit mehr Kontrast reinkommt und richtig Zeichnung reinkommt. Die Dynamik nehme ich nach rechts, um hier die schwächeren Farben aufzusteilen. Im Gegenzug dazu nehme ich die Sättigung wieder ein bisschen runter. Der Weißregler kommt auch relativ oft bei mir zum Einsatz, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Kontrast kriegt. Dann gehe ich jetzt hier in die Gradationskurve, die ist aber bedeutungslos, weil das Bild schon relativ gleichmäßig belichtet ist. Da will ich jetzt hier gar nichts groß ändern. Die Schärfe, die werde ich jetzt schon hier im Rohrkonverter ein bisschen nacharbeiten. Man sieht hier den Handlauf, der ist etwas in den Kanten etwas weich. Das ist der kleinen Linse der Kompaktkamera geschuldet. Ich gehe also hier mit der Schärfe hoch und werde hier einfach so nach Gefühl das Rauschen etwas rausnehmen. Und mehr mache ich hier im RAW-Konverter nicht. Ich schaue mir jetzt das Bild an. Was ist zu tun in Photoshop? Hier oben, der Olli muss verschwinden, weil er den Bildeindruck trübt. Den werde ich gleich wegstempeln. Dann muss ich natürlich den Horizont begradigen. Der ist nämlich hier rund durch die Beugung der Linse. Und natürlich muss ich das ganze Bild zuschneiden, weil der Himmel viel zu groß ist im Verhältnis zum unteren Bereich. Und zu guter Letzt wird dann noch die Farbe angepasst. Ich öffne das Bild mal jetzt in Photoshop. Okay, jetzt ist das Bild in Photoshop geöffnet. Das erste, was ich mache, was ich eigentlich immer mache, ich dupliziere den Hintergrund für den Vorher-Nachher-Vergleich. Und jetzt im nächsten Schritt, Steuerung T, transformiere ich das Ganze, Kontextmenü verformen, zupfe hier an den Anfassern und versuche jetzt diese Kante hier zu begradigen. Hier noch ein bisschen hoch. Und jetzt habe ich den Horizont. Gerade hier in der Mitte noch ein bisschen hoch. Alles klar, ich bestätige mit dem Häkchen hier oben oder mit der Enter-Taste. Jetzt habe ich den Horizont begradigt. Als nächstes mit C kann ich das Crop-Werkzeug im Classic-Modus verwenden. Ziehe mir hier den Rahmen auf. Achte darauf, dass oben und links der Abstand gleich ist oder ziemlich gleich, so nach Augenmaß. Lass die Maustaste los. Kann jetzt hier den Rahmen bewegen und achte darauf, dass die Drittelregel eingehalten wird. Das heißt, hier die Linie ist auf der Grasnarbe, die untere Linie ungefähr hier an dem Handlauf und der Rest ergibt sich auch relativ schön. Bestätige auch hier mit dem Häkchen. Und jetzt habe ich das Bild schon zugeschnitten und gefällt mir schon viel besser im Vergleich zu vorher. Nachher, vorher, nachher. Als nächstes werde ich hier oben mich selbst hier quasi kurzerhand wegstempeln, weil das bei näherer Betrachtung den Bildeindruck stören könnte. Man fragt sich, was ist da oben? Ist das irgendwie was auf der Linse oder ist das irgendwie ein Tier oder was soll das sein oder was soll das darstellen? Das ergibt keinen Sinn, dass da oben jemand ist. Ich kann hier bei gedrückter Alt-Taste die Quelle auswählen. Und stempel jetzt hier mal diese blaue Farbe hier rein. So, ich habe da glaube ich gesessen und fotografiert mit meiner Spiegelreflexkamera. Jetzt mache ich hier die Linie als Quelle. Als Quelle hier die Linie. Jetzt kann ich hier also quasi diesen weißen Rahmen, diese Lichtkante hier, die entstanden ist beim Fotografieren, kann ich hier verlängern. So, das war es auch schon fast. Okay. Was mir noch aufgefallen ist, das ist hier diese komische, flauschige Kante hier. Das sieht aus wie eine schlechte Fotomontage oder wie schlecht freigestellt. Das darf auch nicht sein. Wenn ich jetzt hier so von weitem gucke, zieht sich das durch den gesamten Horizont hier.
Deswegen werde ich jetzt einfach mit dem Nachbelichter moderate Größe, weiche Pinselspitze, 8% Belichtung in den Mitteltönen, werde ich jetzt hier einfach einmal die Kante mit meinem Digitalstift hier abdunkeln. Ich male also einfach mal so lang. Ich kann aber vorher mal duplizieren. Fange ich schon mal an. So. Okay. Zwei Schritte zurück, das war zu viel. Ich bleibe jetzt mehr hier auf der Grasseite. Dunkle also die Graskante etwas ab, da wo es so ein bisschen milchig komisch aussieht. Okay. Ist ganz schnell gemacht. Wichtig ist bei solchen Arbeiten immer, dass die Pinselspitze gut eingestellt ist. Wenn man die Pinselspitze von vornherein richtig eingestellt hat, ist das Ganze hier nur noch einfach ein Vorbeigehen und ein Spaziergang. Wenn man hier ständig die Pinselspitze ausprobieren muss oder vielleicht noch ein bisschen unerfahren ist, dauert es natürlich länger. Aber mit der Zeit kommt da Übung rein und da weiß man schon instinktiv, wie man die Pinselspitze einzustellen hat für welches Ergebnis halt. So, ich gehe zurück, Escape. Jetzt kann ich mal den Vorher-Nachher-Vergleich machen. Vorher, nachher. Jetzt ist dieses Helle schon verschwunden. Das sieht schon ganz gut aus. Soweit, so gut. Was jetzt noch gemacht werden muss, ist die Farbanpassung. Dieses gelb-grünliche sieht so ein bisschen nach Matsch oder so aus. Und deswegen versuche ich einfach mal eine Verlaufsumsetzung. Und weil ich es vorhin schon probiert habe, weiß ich, dass jetzt also dieser Blauverlauf, der bei mir als erstes erscheint, warum auch immer, schon ein ziemlich gutes Ergebnis bringt. Man könnte jetzt hier die Farben noch einstellen, indem ich hier draufklicke. Spare ich mir jetzt, weil es sieht schon ganz gut aus. Ich gehe jetzt mit der Deckkraft noch ein bisschen runter. Bei ungefähr 60%. Und dann habe ich hier ein Bild, das man schon, sage ich mal, als gut erachten kann. Ich mache nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Und man sieht, dass das schon ganz gut aussieht. Man kann jetzt noch die ganze Geschichte mit Steuerung, Shift, Alt und E auf eine Ebene heben und dann nochmal mit dem Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren hier etwas mehr vorher, nachher Schärfe reinbringen. Das kommt aber darauf an, wenn ich es nur für die Festplatte mache, kann ich mir sparen. Wenn ich es irgendwo hochladen will, kann das schon Sinn machen. Ich bin also ein Freund von starkem Nachschärfen. Erst recht, wenn es vielleicht ausgedruckt wird. Das macht dann Sinn. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.